Hallo Leute, und weiter geht's mit Folge Nummer 36, Ghost of Tsushima. Wir werden heute eine Geschichte weitermachen in Ghost of Tsushima, und zwar der Nahe. Das ist eine Makaso-Geschichte, die schauen wir uns jetzt doch mal an. Und ja, genau. Dann gibt's hier eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Hier müssen wir die komischen sechs Klingen schaffen. Da haben wir, glaube ich, schon fünf. Da müssen wir noch eine machen, dann können wir die auch abschließen. Genau, dann werden wir uns hier so ein bisschen hocharbeiten. Genau. Hier wäre noch was zu tun. Hier unten ist auch noch eine Geschichte und da auch noch. Also, wir werden hier in dem Bereich schon noch ein Weilchen zu tun haben, denke ich. Gut, aber jetzt genug gesammelt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Geschichte von der Masaki, oder? Masako an. Genau. Der Nahe, den schauen wir uns jetzt nochmal an. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja Platin. Ich denke mal, bis zum Release der PS5 wird es nichts mehr werden mit Platin, aber wir spielen es halt dann auf der PS5 weiter. Genau, Xbox sollte ja auch bald da sein, oder wenn ihr das Video seht, ist es schon da. Und genau, da können wir auf der Xbox auch mal ein paar Games antesten. Gut, wenn es euch gefällt, Leute, würde mich natürlich sehr, sehr über ein bisschen Support freuen. Also, ihr wisst ja, Leute, ein Däumchen wie ein Träumchen. Genau, jetzt sprechen wir mal mit ihr hier. Der Masako. 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 Wie lange seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden. Okay, schauen wir mal, ob wir ihn finden. Der Nahe. Wir müssen uns verstecken. Hier lang. Na los. Wie immer, wenn wir so Schleichmissionen machen. Ich will nach Omugi reisen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier. Wartend. Von hier überblicken wir alles. Also komplette Nebelmage. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist schließlich 20 Jahre her. Ihr kanntet ihn. Er belieferte unseren Clan, aber er hinterging uns. Er behauptete, dass mein Gemahl ihm nicht genug zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Behaltet jetzt die Straße im Auge und macht es euch bequem. Könnte eine Weile dauern. 5 Stunden später. Masako, da. Männer auf dem Weg. Sie sehen aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 Jahren. Sind sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugeben. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Omugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihnen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links, ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben, sonst werdet ihr gesehen. Undankbare kleine Ratte. Zu arrogant, mir bei der Drecksarbeit zu helfen. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen lang gehen können. Ich habe die Familie gerecht. Der alte Adachi. Hätte eigentlich oben bleiben sollen, aber. Kippe findet meinen Ton schändlich. Aber er weiß nicht mehr, was Adachi uns antat. Kommt jetzt zurück? Nee. Bis zum Morgen werde ich genug Geld haben, um tausendfach aufzuwiegen, was sie dir genommen haben.
Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich jetzt hier hochkommen soll. Ich bekomme noch Schwimmen heute. Wenn ich erstmal reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Hier dürfte mich aber normalerweise nicht sehen. Na, hier könnten wir jetzt hoch, aber... die sonst dann abhaut. Endlich. Ach, fuck. Ich brauche einen Trunk. Ihr sollt wegbleiben. Dass ich die eingelegten Zwiebeln gestohlen habe, ist ewig. Ich werde meinen Trunk. Nicht nötig, ich gehe. Wer ist... Was erwartet ihr denn? Hier ist Umugi. Ich weiß nicht, ob die böse sind hier. Was haben wir zu verlieren? Sieht aber nicht so aus. Und auf jeden Fall nicht rot. Ich sollte zu Masako. Okay. Jin, hier drüben. Ja, ich hab dich schon gesehen. Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, war Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Okay. Sie gehen. Ihnen nach. Bleib unten, sonst sehen sie uns. Folge der Spur des Bruders. Jawo! Den habe ich ihm als Treffpunkt genannt. Der alte steht hier gleich. Ich will nicht, dass er das rauskommt. Ah, da hinten. Okay. Es war nicht meine Hand. Ich hätte nur die Macht. Feigling. Die alte Frau. Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Okay, jetzt rennen sie schneller. Und die sollen wir abhauen. Er kommt allein. Er will bestimmt bloß Eindruck schicken. Schließlich ist er immerhin ein Fürst. Diese Narren gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Ist etwas vor. Überlass mir das Reden. Okay. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Ja, es war mir klar, dass sie es umbringen. Nein, Omura gehört mir. Ah!
tot. Er hat von einem Brief gesprochen. Vielleicht hat er ihn noch bei sich. Mal sehen. Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Plündere die Banditen. Ja, der hier hat was. Oder? Ein Brief. Okay. Sprich mit Masako. Diese Nachricht trägt das Clanwappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Drohungen sind nicht nötig. Ich bringe die Zahlung gerne nach Umugi im Austausch für euer Schweigen. Bis dahin seid versichert, dass eure Diskretion geschätzt wird und ihr großzügig entlohnt werdet. Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nachzuurteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden. Einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir. Grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. Ich habe noch in Kushi zu tun. Wir treffen uns dort. Okay. Schauen wir mal, ob wir die gleich weitermachen können. Sie ist hier oben, Kushi. Ja, hier wird es weitergehen mit der. Ich würde sagen, wir machen jetzt da oben weiter. Dann können wir die Geschichte eventuell schon abschließen. Oder halt zwei Questteile noch machen. Suche beim Kushimitsu-Gehöft nach Masako. Bedauere, ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen, keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. Fürst Sakai, sprich ich mit Junshin. Sorge mich um sie. Okay. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst. Kannst du nicht alles wissen? Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Die Diebin. Links in Richtung Brücke, begleitet von Bewaffneten. Danke. Das war's schon. Die passt alles alleine hier. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen.
Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Okay, na los. Ich hab Regi. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor okay. 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Dann eine komische Insel dort. Okay, dann müssen wir uns später mal angucken. Was macht die denn? Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Okay. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Wir haben eigentlich relativ gut Deckung. Sind sie jetzt? Ah, hier. Da, er ist abgelenkt. Ich erledige ihn. Okay. Dürften sie uns ja eigentlich nicht sehen, wenn wir hier so im Gras sind? Müssen hier bloß aufpassen. Okay. Okay, es läuft doch. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so killen können. Okay. Das geht so nicht. Stelle dich, Mai. Auf den Matakon! Tötet uns sofort! Tötet sie! Ihr Narren! Sterben!
Okay. Warte mal. Ich muss mal looten. Jin, ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Dass sie jetzt umgelegt wird. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Okay, sprich mit... Okay, das haben wir erledigt. Folge Masako und Mai. Mai, oh Mai. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. Bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Okay, irgendwas. Er will sie verkaufen. Muss Masako den kennen. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Vorräte, okay. Erbstücke. Flöte der Adachi-Familie. Eine alte Bambusflöte, mit der Fürstin Masako mit ihren Enkeln den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern pflegte. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. Okay. Sie jetzt weg, oder wie? Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin. Nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Das tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaft, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf. Ja, mache ich. Machen wir doch gleich weiter, würde ich sagen. Schau mal, der Vogel hier. Was der noch hat, wenn wir schon in der Nähe sind.
Okay, kommen wir hier nicht rauf, oder wie? Kommen wir jetzt hier rauf und runterschießen das Ding. Strohhut. Okay. Wo ist sie jetzt? Masako? Mal hier oben. Das ist aber, glaube ich, schon das neue Gebiet, oder? Das könnte schon das neue Gebiet sein. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Aber er sagt ja, hat er gesagt, Toyotama. Sie hat noch was zu tun in Toyotama. Könnten wir auch bestimmt noch andere Sachen aufdecken in der Zeit. Wir müssen da hoch eigentlich, oder? Ja, probieren es mal, ob wir da hochkommen. Irgendwie wird es schon gehen. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Über Strohhüte. Lassen wir jetzt mal aus. Also die Nebel, das ist wirklich krass. Teilweise sieht man hier gar nichts. Sind rot, okay. Gehen wir erstmal hier hin. Ein entdeckter Ort. Könnte vielleicht ein Fuchsbau sein. Ja, Fuchsbau. Ja, hier ist er. Okay.
Okay, das könnte böse ausgehen. Und da komme ich so nicht. Dann gehen wir halt außen rum. Gummikloster. Ihr irrt euch. Das klingt nicht nach Kajibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Boah, schaut das geil aus. Auf ein Wort, bitte. Okay, wir sprechen mal mit ihr. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajibara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Guck, ob er mir was verrät. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kajibara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Junshin. Solange ihr es beim Reden belasst. Der Familienmensch. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajibaras Hütte liegt am Strand. Okay. Ich schaue mich aber erst noch schnell ein bisschen um. Okay, kommt man nicht rein. Scheint alles zu sein. Schaut schon cool aus. Auf. Sieht aus, als wenn hier irgendwas wäre. Kann man da irgendwie hoch? So aus. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Okay, aber weiter. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Er hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten.
bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Okay. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachiwaras Familie nicht gefährden. Oh, Mongolen. Das muss Kashiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Besiege die Mongolen, okay. Sucht mich jemand? Lass dich nicht zu heuer Hochesna! Ich sehe keine Mongolen mehr. Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Okay, Mongolen besiegt anscheinend. Untersuche das Haus. Na, hier ist es. Untersuche ihn. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Okay, die sind tot. Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kachiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachiwaras Leiche? Das werden wir rausfinden. Wo die Leiche ist? Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet! Aus Liebe! Besser Jim ich Penner. Als die Mongolen! Sie wollten es so! Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten! Wer bezahlt euch?! Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Super. Er hat wieder nichts rausgefunden. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clan-Angriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Nicht, dass irgendwie sein Onkel damit drin steckt. Ich weiß es nicht.
Okay, Aufzeichnung aktualisiert. Wird hier weitergehen. Wie es dann aber da weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, eine Masako-Geschichte. 8 von 9. Also 2 Geschichten hätten wir noch mit ihr. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn ihr wieder Bock habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.